Jo, Bonuserfahrung. So, dann machen wir erstmal da das Gebäude weg. Dann gucken wir uns hier mal um, was wir dadurch freischalten konnten. Weil es ist eine Weile her. Ich weiß nicht mehr, was wo genau alles liegt. Auch wenn ich die Kampagne schon öfter gespielt hatte. Oh, Zerfleischer. So, das Portal ist gleich weg. Nein! Nein! Blasphemische Halunken! Brüder in Nahr! Lasst sie nicht entkommen! Aha. So. Noch einen Gardistentrupp anfordern. Wir werden angegriffen. Erstmal das Laserkanonengeschütz weg. Ah, nein, ihr. Ihr räumt doch das Gebäude leer. Ihr geht mal hier in Deckung und brennt die da leer. Während ihr hier vorne die Stellung haltet. So. Hier in Deckung gehen und das leer brennen. Während wir hier gut die Stellung halten können. Verdammte Ketzer! Wir sind bereit. Das ist ziemlich zerstört. So. Zusätzliche Verstärkung. Wir sind bereit. Die Abtrünnigen sind da. Wir werden angegriffen. Melde Feindkontakt. Sie haben uns festgenagelt. Au. Ja, das tut immer weh. Warten auf Befehl. Bewegung, Männer. Kleine Sieg. Noch ein Sentinel. Ich habe ja mehr als genug Anforderung frei. Ich habe nur genug Bevölkerung frei. Ich habe nur nicht genug Anforderungspunkte. So. Jetzt. Oh, da die neuen Marines weg, bitte. Und die Getarnten weg. Ja. Da ist noch mehr Chaos. Weg mit den neuen Marines, den Nerven wieder. Mit ihren blöden Blastmastern. So, da gibt es nochmal Energie.
Oh. Wir werden angegriffen. Das Rohr blockiert die Sicht. Verdammte Ketzer. Sichtlinie blockiert. Rohre im Weg. Das ist das Schicksal. Ich find's lustig, wie sie erkennen können, was ihnen im Weg ist. Da haben sie sich gut was einfallen gelassen. Chaos Space Marines. Oh ja, die. Chaos-Ziel zerstört. Das ist ziemlich zerstört. Blöde Zerstörerbestie. Verdammte Ketzer. Das ist das Schicksal des Chaos. Befehle, Sir? Oh, ihr könnt reparieren. Ich kümmere mich um die Reparatur. Dann macht das mal bitte. Das ist ein Kontrollreckiger, Sir. Kommt in Gang, Soldat. Wir sind dann los. Nutzt eure Deckung, Männer. Werden angegriffen. Verdammte Ketzer. So. Chaos-Ziel zerstört. Ah, die reparieren flott. Ich bin in Bewegung. So, euch beide muss ich mal hier hinschicken. Sie werden uns im Nahkampf zerfetzen. Kleines. Das ist ziemlich zerstört. Kleines. Einmal alles hochheilen. Solche ist hier eingedeckt. Gut, ich rücke vor. Melde Feindkontakt. Weil soweit ich weiß, war in der Kiste sogar ein Gegenstand, oder? Ja. Deswegen hat sich sortiert, nochmal zurückzugehen, um den zu holen. Hier kommt als dann. Ich rücke aus. Gut, zurück zum Teleportarium. Jetzt kommen da noch ein paar Wächter. Ein Cybot und ein paar Noise Marines, soweit ich weiß. Ich werde attackieren. Sie werden uns im Nahkampf zerfetzen. Chaos-Ziel zerstört. Genau. Töten Sie den Cybot und die Noise Marines. Das ist ziemlich zerstört. Schmelz das Ding mal. Feuerst du auch? Ja, triffst du auch. Das haben die dunklen Götter gespürt. Na, hoffen wir mal, dass es die dunklen Götter gespürt haben, dass ich ihnen ein dickes Portal zerstört habe. So, Eiswerk Minos ist abgeschlossen. Wir kriegen einen Prometheum-Schlag. Level up für den Sergeant. Die beiden noch nicht. Naja gut, die haben sich auch nicht wirklich beteiligt am Kampf. Wir haben aber auf jeden Fall der Todesstoß des Obersts gekriegt. Das kann Lord Burn dann bekommen. So. Die Maschinenkanone für unsere schweren Waffentrupps. Ich habe die Quelle der Übertragung lokalisiert. Sie sollten sich dorthin begeben. Wenn dieser Lord Aszendant antwortet, kann ich bestimmen, von wo. Und vielleicht auch, wer es ist. Diese Abtrünnigen werden nicht erfreut sein, uns auf Meridian zu sehen. Der Generalfeldmarschall wird sicher eine geeignete kriegerische Lösung für das Problem mit den Abtrünnigen finden, Sergeant Major. Dann habe ich freie Hand, an meiner Sache zu arbeiten und vielleicht eine Antwort von unserem geheimnisvollen Superhirn zu provozieren. Kyras. Sprechen Sie es ruhig aus, Inquisitorin. Es ist Kyras. Wir wissen das noch nicht mit Sicherheit, Sergeant Major. Bis wir Beweise haben, werde ich keine Vermutungen anstellen. Mhm. Wir wissen ja aus der letzten Kampagne bereits, dass es Kyras ist. So. Sentinel-Bonus. Jo, klingt gut. Und er... Die Maschinengeister sind höchst ungehalten, wenn er Fahrzeuge repariert. Ja, steigert Merricks Schaden. Zusammenflicken.
Ja, machen wir noch zusammen flicken und dann gehen wir voll auf Schaden. So. Kannst du noch nicht benutzen. Du könntest es aber benutzen, also kriegst du erstmal die hübsche Klinge. Gut, das heißt, wir machen jetzt erstmal die Nebenmission, weil dafür gibt es den Lehman Wasp-Panzer. Ich habe eine Übertragung empfangen, die möglicherweise auf Abtrünnige hinweist, Sir. Das Kommando hat sich gemeldet, will einen Bericht. Schon das vierte Mal in dieser Woche. Wenn wir ihnen weiterhin nicht antworten, wird es nicht lange dauern, bis sie herkommen. Die müssen sich doch wundern, wer ihre Munitionsabwürfe annimmt. Die können sich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag jede Minute melden, wenn sie wollen. Wir werden nicht antworten. Sie haben das Geflüster gehört. Sie wissen doch, Ulk, der Wille, die Stimme. Wir gehören jetzt ihm. Er ist hier, während die uns verlassen haben. Wenn irgendwer diese Munition haben will, dieses Fleisch haben will, dann muss er es von uns holen. Klar, natürlich, Sir. Für Ulkair. Ulkair ist eigentlich halb kaputt, nachdem man ihn in den Warpraum zurückgeschickt hat. Aber gut. Wieder dasselbe, dieselbe Aufstellung. Wobei ich eigentlich wirklich Lord Byrne mitnehmen könnte. Ich meine, so hohes Bevölkerungslimit brauchen wir selten. Und der hat wenigstens gute Fähigkeiten. Grenzdurchbruch, Eindringlinge an Kontrollpunkt Tertius. Alle mal an die Waffen, schießt sie nieder, bringt ihr Fleisch zum Lager. Ulkair soll heute Abend ein Festmahl haben. Seht ihr euch an. Schlechte Form. Schwache Moral. Nörgels Haustiere sprechen schlecht auf meinen Ton an. Feindliches Gardistenziel eliminiert. Ja, Ulkair ist ja der große Verpester. Deswegen ist er ein Nörgeldämon und das hier sind alles Nörgelanhänger. Ja, vor allem verkeilt sich Byrne nicht so sehr. Wie es die Ogrens ständig tun. Ja, komm her, schwer. Nicht da drin verbunkern. Feindlicher Soldat besiegt. Au, au, au. Das ist nicht so gut. Deckung in den Ruinen. Das Ding ausschalten. Nur zu, Sir. Ich erfasse das Objekt. Auf dem Weg. Sir, Sie haben uns festgenagelt. Ich höre zu. Okay, das war mein Elite-Trupp. Wir ruhen uns aus, wenn wir tot sind. Der Schuss ist zu heftig. Ja. Erstmal mit dem Waffenteam weg. Komm. Diesen Kampf gebe ich so schnell nicht auf. So. Jetzt müssen wir nochmal eine Granate werfen und dann dürfte das Waffenteam weg sein. Und hoffentlich. Ja, also. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da durchbrechen und an den Punkt kommen. Ich höre zu.
das ist schon mal ein guter Start in diese Mission. Gleich mal den Elites-Trupp verlieren. So, General Feldmarschall ist eine Stufe aufgestiegen. Da kommt ein Ogrin. Da kommen viele Ogrins. So. Oh, eine Chimäre. Ihr kriegt wieder die Angriffsausrüstung. Und ich hoffe, da ist Energie drin, jawohl. Dann können wir nämlich einen eigenen Gardistentrupp anfordern. So, geben den auch gleich mal Angriffsausrüstung. Und weiter vorrücken. Ab hier wird es nämlich jetzt dann lustig. Bin schon unterwegs. Ich erfasse das alles. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Nimm das. Ja, es ist gefährlich, alleine zu gehen. So, gleich noch ein Gardistentrupp. Und ab jetzt wird's gemein, weil hier steht ein Manticore. Also eine... Ah, nein, au. Zu werden. Manticore-Batterien Vergelter und Justice. Zermalmt sie unter euren Raketen. Zeit für etwas. Ich greife an. Okay, loyale Truppen. Raketenstart, okay. Und da kommt schon der nächste Hagel. Mach den Manticore schnell kaputt. Dankeschön. So. Verstärkungsabwurf. Ja, die Infanterietrupps, denen geht's einigermaßen noch gut. Denn da gleich nicht mehr. Und das ist ein Gardistentrupp sogar. Aber ich habe auch... Ich habe auch genug Gardisten. Feindliches Ziel eliminiert. Die Mauer ist auf nicht attackieren. Wir sind hier, sie haben uns festgenagelt. Ich stecke gefest. Oh, Sentinel. Melde Feindkontakt. Nutzt eure Deckung, Männer. Wir werden angegriffen. Feindliche Soldat besiegt. Wir sind hier draußen festgenagelt. So, wir haben den Punkt. Also kommt jetzt erstmal ein Infanteristentrupp herbei. Du kriegst das Upgrade für mehr Energie. Dass wir die aus dem Ding rausbrennen können. Wobei das fast schon nicht mehr nötig ist. Wir sind bereit, seit dem Imperator für diese Waffe. Melde Feindkontakt. Werden angegriffen. Unsere Deckung ist gut. Auf dem Weg. So. Schwere Waffe eliminiert. Gut, das Waffenteam ist eliminiert. Als dann. Ich rücke aus. Neuer Bericht.
Wir könnten bessere Deckung gebrauchen. Gibt's hier eigentlich irgendwo eine Festung? Ja, eigentlich da. Also nehmen wir erstmal die Festung ein, bevor wir weitere Truppen holen. Feindliches Ziel eliminiert. Feindlicher Soldat besiegt. Ihre Kardi.